Mein Name ist Caroline Gaul vom Weingut Karlheinz Gaul. Wir sind ganz im Norden der Pfalz zu Hause in Grünschatzausenheim und ich habe vor mittlerweile 10 Jahren gemeinsam mit meiner Schwester Dorothee den Betrieb von unseren Eltern übernommen. Wir haben es uns von den Schwerpunkten her aufgeteilt. Meine Schwester ist die Kellermeisterin, sie ist für den Ausbau der Weine zuständig und auch für die ganzen technischen Abläufe bei uns im Betrieb. Und ich bin in der Vermarktung. Wir werden unterstützt von unserer Supermama und unserem super Team bei der täglichen Arbeit rund um den Wein. Es ist ein Familienbetrieb, also wie gesagt, sehr frauenlastig. Denke ich, die Besonderheit ist schon bei uns, dass wir zwei Schwestern sind. Das gibt es nicht ganz so häufig. Und ja, der Norden der Pfalz war lange Zeit so ein bisschen verschlafen behandelt worden. Also so der ein oder andere Weinführer hat die Weinstraße immer mal 15 Kilometer weiter südlich anfangen lassen. Und alles, was so im nördlichen Teil war, ist ziemlich hinten runtergefallen. Das hat sich in den letzten Jahren ziemlich geändert, was uns sehr freut, dass wir auch einen Teil dazu beitragen können. Wir haben sehr kalkhaltige Böden bei uns im Norden von der Pfalz, was einen sehr filigranen, sehr ja auch steinischen, mineralischen Weinstil hervorbringt, den wir in die Flasche bringen wollen. Wir sitzen hier in der Vinothek bei uns, in unserem Probierraum. Wir haben das Glück, dass wir direkt am Ortsrand von Sausenheim liegen. Also die Weinberge sind direkt angrenzend an den Bau, sodass man auch gerade jetzt Kunden, die nicht aus einer Weinbaugegend kommen oder gar nicht auch so die Vorstellung haben, was mit Weinbau alles zusammenhängt, das direkt zeigen kann. Also wenn man sich von der Theke rumdreht, ist man quasi im Weinberg, kann die verschiedenen Rebsorten sehen, kann die verschiedenen Arbeitsweisen sehen. Und uns ist es wichtig, dass der Fokus vor allem auf dem Wein liegt. Also es soll alles nach draußen führen. Auch dieses Kühle, dieses Schlanke, was die Weine aus der Nordpfalz ausmachen, das soll das schon auch mit transportieren, das Gebäude.